Oh ja, ihr habt richtig gelesen. Seit gefühlt 10 Jahren kommt mal wieder eine Folge Monstrum. Und Freunde, ich möchte dafür eure Daumen nach oben sehen. Und zwar alle. Geht runter, drückt auf Daumen nach oben. Ansonsten dürft ihr diese Monstrum-Folge nicht gucken. Ich verbiete das. Hey Freunde und herzlich willkommen bei eurem Julfa und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Monstrum. Es ist jetzt wirklich lange her, dass mal wieder eine Folge Monstrum kam und ja, es wurde sehr oft danach gefragt. Wirklich sehr oft. Und wir haben natürlich für heute auch mal wieder eine Challenge am Start. Und zwar heißt die heutige Challenge die ultimative Challenge von einfach zu MLG. Und die ultimative Challenge lautet: Julfa, bring doch einfach mal Monstrum regelmäßig. Das ist an sich eine sehr interessante Challenge und eigentlich will ich Monstrum gerne regelmäßig bringen. Freunde, das wisst ihr. Das habe ich auch in der letzten Monstrum-Folge vor 6 Wochen oder so gesagt. Aber das Ding an Monstrum ist halt, es ist immer dasselbe. Es ist wirklich immer dasselbe. Ich würde wirklich gerne jede Woche wenigstens eine Folge bringen, aber ich habe halt manchmal einfach keine Lust auf das Spiel. Ich werde das Spiel halt einfach nur dann spielen, wenn ich Bock habe. Und das ist halt dann manchmal mit großen Pausen dazwischen. Weil wir haben mittlerweile halt einfach alles durch. Das ist halt so. Aber Freunde, wir befinden uns jetzt einfach mal wieder in der Runde Monstrum. Wir werden einfach eine ganz chillige Runde spielen, ne? Einfach mal gucken, mit was wir abhauen können. Ich werde das einfach mal wieder daran festmachen, was wir jetzt so für Gegenstände finden. Ich werde mich jetzt hier nicht von Anfang an festlegen. Ja? Wir werden einfach mal gucken, wie die Chancen so stehen. Wir werden mal gucken, was wir so finden. Und werden dann schon mit einer, oh guck mal, hier ist was fürs U-Boot. Und werden dann schon mit einer gescheiten Möglichkeit abhauen. So, müssen wir uns erstmal hier umschauen. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal einen Teil fürs U-Boot, ne? Und hier, in diesen Räumen ist nie was, ich schwör's. In diesen Räumen, in dieser Art von Raum hier, diese kleinen Aufenthaltsräume oder was das sind, hier ist nie was. Also jedenfalls nie was für eine Fluchtmöglichkeit. Ernsthaft. Okay, hier haben wir das Tesafilm, das haben wir auch schon mal gefunden. Ansonsten ist hier nichts drin. Nee, okay. Also wir haben ein... Ruhe. Wir haben einen Teil fürs U-Boot und einen Teil für... Ah doch, guck mal. Hier ist mal eine Sicherung drin. Das ist neu. Ich habe hier drin noch nie was gefunden, wirklich. Nicht mal eine Sicherung. Das war das erste Mal. Das war jetzt Premiere, Freunde. Okay. Wo sind wir denn hier? Auf welchem Stockwerk? Okay, wir können noch einmal runter. Dann gehen wir mal hier runter, Deck 2. Und durchsuchen mal hier noch die ganzen Räume. Denn in diesen Werkräumen, oder was das ist, ne? Halt in diesen Räumen hier findet man immer gute Sachen. Da drüben wäre die Signalpistole. Die bringt uns aber nicht wirklich was. So, ich gehe mal hier durch. Manche von euch sagen mir auch immer, hey, Julfa, na, mach doch mal diese ganzen roten Ventile zu, damit das Wasser da nicht sprüht. Ja, nee, das kostet alles Zeit. Das machen wir nicht. So, wir gehen jetzt mal nach oben. Ich habe jetzt da unten gerade in jeden Raum reingeguckt. Da war nirgendwo noch irgendwas, was wir gebrauchen könnten. Deswegen begeben wir uns jetzt einfach mal... So, genau, wir sind hier. Okay, dann gehen wir mal rüber zu den Kajüten quasi und suchen da mal weiter. Ich meine, wir haben ja jetzt auf jeden Fall schon mal einen Teil fürs Boot. Und da bräuchten wir jetzt ja nur noch die Chainspool und die Luftpumpe. Und mit ein bisschen Glück liegt das ja alles direkt beim Boot sogar. Deswegen gucken wir einfach mal. Ah, wir können ja mal schauen. Und auch in den Kajüten selber liegt ja immer ziemlich viel Stuff drin. Also ich gehe mal davon aus, dass wir auf jeden Fall noch irgendwas finden. Wenn nicht für diese Fluchtmöglichkeit, dann auf jeden Fall für eine andere. So. Okay, ich habe keine Ahnung, was für ein Vieh wir haben. Ich weiß es echt noch nicht. Ich habe noch nichts gehört. Wirklich, ich habe noch kein einziges Geräusch gehört vom Monster. Ich habe keinen Plan, was wir haben. Vielleicht will ich es auch gar nicht wissen, Freunde. Okay, wir schauen uns jetzt erstmal langsam hier um. Wie sieht es hier drin aus? Ist hier... Guck mal! Alter, wir haben jetzt für jede Fluchtmöglichkeit haben wir jetzt einen Teil. Mindestens einen Teil. Okay. Das ist natürlich jetzt scheiße, ne? Ich dachte, es wird einfacher. Aber wir haben jetzt für jede Fluchtmöglichkeit einen Teil. Helikopter wäre halt auch okay als Fluchtmöglichkeit, ne? Ich wäre auch mit dem Helikopter zufrieden, ganz ehrlich. Guck mal, was haben wir hier noch? Eine Tasse nur. Okay. Eine Tasse will ich wirklich nicht mitnehmen. Gut. Gehen wir mal hier rüber. Wo sind wir hier? Ist hier eine Kamera? Nein. Okay. Und... Oh, guck mal, jetzt ist hier... Alter, die Lampe fürs U-Boot. Scheiße, was schmeiß ich dafür weg? Was schmeiß ich... Haben wir den Geist? Ich schmeiß mal den Helikopterschlüssel hier hin.
Schmeiß den mal hier hin. So. Dann wissen wir, wo er ist. Aber wir haben halt dann jetzt schon mal zwei Teile fürs U-Boot, Freunde. Zwei Teile. Was ist das? Habt ihr das gehört? Ey, das klang wie irgendwas Metallisches. Kam das aus der Küche? Kein Plan, Freunde. Kein Plan. Oh, das Licht flackert. Scheiße. Haben wir das Geistvieh? Das Licht flackert? Ich glaube schon, oder? Jo, Mann, komm, ich mach mal zu hier. Ich warte mal kurz hier, Freunde. Oh ja. Hört ihr das? Oder ist es wieder... Das ist wieder dieses komische Geräusch. Es klingt aber nicht wie das Geistvieh. Das klingt... Oh, doch. Hört ihr das Surren? Oh oh, er ist auf jeden Fall hier im Raum. Hoffentlich macht er hier nicht auf. Nicht aufmachen. Jesus Christ. Don't open. Hau bloß ab. Ey, ich sprühe dem voll ins Gesicht mit dem Feuerlöscher, ich schwör's. Volles Rohr. Hör bloß auf. Verdammte Drecksau. Nein? Alter, wie lange will der noch hier drin bleiben? Geh! Geh! Alter! Übel penetrant. Er bleibt einfach hier. Oh, jetzt fliegt er weg. Gott sei Dank. Alter. Ich dachte schon, der guckt hier in meinen ja, mein Spind ist es ja nicht. Aber hier in meinen, ne? Ich meine, ich bin mich hier am Duschen. Das kann er nicht bringen. Das kann er nicht bringen. Warum ist hier eigentlich eine Bank in der Dusche? Ah ja, egal. Okay. Machen wir mal auf. Wie sieht's aus? Lichter flackern noch. Jo, Lichter flackern wieder stärker. Scheiße. Der ist auf jeden Fall hier in der Nähe. Der ist hier jetzt am rumcruisen ist er jetzt. Wir verhalten uns einfach mal ruhig und hoffen, dass er wieder geht. Ne? Freunde, die Geräusche sind gerade hier wirklich an Bord des Schiffs übelst creepy. Keine Ahnung, was das soll. Oh! Ganz nah. Ganz nah. Kommt er wieder hier rein? Ich glaube, hä? Boah, Alter. Guck mal, wenn wir die Taschenlampe rausholen. Nee, doch. Doch, sie flackert. Das bedeutet auf jeden Fall, dass er in der Nähe ist. Und zwar nah. Okay, es hat aufge... Die Taschenlampe fängt wieder an zu flackern. Ey, scheißen Dreck. Das kann's doch nicht sein. Der soll mal weggehen jetzt. Ohne Spaß. Hau mal ab. Ey, wenn er jetzt als hier bei uns in der Nähe bleibt, krieg ich's kotzen. Da wird mir schlecht. Okay, Freunde, ich glaube, das Vieh ist nicht mehr in der Nähe. Nee, ist es nicht. Aber meine Taschenlampe ist leer. Gut. Dann können wir die gleich auch wegschmeißen. Wir schauen uns die jetzt mal weiter um. Guck mal da hinten. Oh Mann, Alter. Oh, es fängt wieder an zu flackern, oder? Nee, doch nicht. Irgendwas? Doch. Ey. Junge. Es reicht. Ich gehe jetzt hier raus. Das wird mir zu blöd hier. Nee. Das lasse ich mir gar nicht gefallen hier, ne? So nicht, mein Freund. So nicht. So, wir müssen jetzt hier ein bisschen an die Bordwände gucken, ne? Weil wenn hier draußen die Lichter flackern, wissen wir, dass er drinnen irgendwo ist. Ich schmeiß mal kurz die Taschenlampe weg. Die brauchen wir nun wirklich nicht mehr. Weil eine leere Taschenlampe brauche ich wirklich nicht mit mir rumschleppen. Dann haben wir noch Platz für einen Gegenstand. So, da drüben in die vordere Tür sind wir ja reingegangen. Und das Vieh? Lol, es ist oben irgendwo. Seht ihr es? Da oben ist überall am Flackern. Okay, okay. Dann können wir uns ja hier unten jetzt bewegen. Alles klar. Dann schauen wir uns mal hier unten ein bisschen um. Oh, Kamera. Vorsicht, Vorsicht. Hier liegt nichts. Scheiße, Kamera. Fuck, fuck, fuck. Gehen wir mal hier rüber. Also der war auf jeden Fall auf dem oberen Deck oben, wo quasi das Boot und so weiter sind. Da war der Kerl gerade.
Oh oh. Ich gehe mal wieder raus. Ist er noch da? Nee, nee, er hat sich wieder wegbewegt. Vermutlich ist er jetzt wieder auf unserem Deck. Kacke. Oh, Freunde, da hinten flackern die ganzen Lichter. Jetzt. Oh, scheiße. Oh. Oh, hat er mich gesehen? Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Ich glaube, er hat mich nicht gespottet. Ich habe ihn nicht schreien gehört. Ich hau mal ab. Scheiße, scheiße. Ich muss das Treppenhaus finden, Freunde. Wo ist... Hier ist Treppenhaus. Okay. Ich will nach oben. Ich will nach oben. Nach oben und... Wo geht's lang? Warte. Oh, überall Kameras. Scheiße. Ich gehe mal hier rein. Ist hier irgendwas? Irgendwas, was ich brauche? Nee, hä? Nee. Okay. So, gehen wir mal weiter. Flackert das Licht? Oh, oh. Ich gehe mal noch eins höher. Und noch eins höher. Scheiß drauf. Oh, oh. Kacke, 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 kacke. Hier ist die Brücke. Gehen wir mal hier hin. Ist hier irgendwas, was ich brauche? Irgendwas? Irgendwas? Nochmal Tesafilm. Ich hab schon Tesafilm, Mann. Ich brauche das Zeug nicht nochmal. Okay. So, gehen wir mal hier runter jetzt. So. Schauen wir uns hier mal um. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Keine hastigen Bewegungen machen. Keine hastigen Bewegungen. Hier ist die Luftpumpe. So, wir haben zwei Teile fürs Boot. Uns fehlt nur noch die Chainspool. Mal sehen, ob wir die noch finden. Vermutlich unter Deck. Kacke, kacke, kacke. Okay. Ich guck mal, ob ich das Boot reparieren kann. Ich muss es ja erstmal... Erstmal muss ich es ziehen, ne? Genau. So. Jetzt kann ich es reparieren. So. Und jetzt könnte ich es auch noch aufpumpen schon mal. So. So, wo ist unser Kollege? Ist der hier irgendwo? Hier oben sind überall Türen offen. Der ist richtig penetrant gerade. Der ist richtig am Suchen, der Geist. Aber richtig. Kacke. Kacke, kacke, kacke. Okay. Wir hätten auch genug übrigens, möchte ich nur mal kurz anmerken. Wir hätten auch alles für den Helikopter, ne? Wir haben hier oben zweimal Benzin. Ah, ne, wir bräuchten noch die, wie heißt es? Den Seitenschneider hier, den Drahtschneider hier, Bolzenschneider, genau, okay. Aber gut, scheiß drauf. So, ich pumpe jetzt mal das scheiß Boot auf. So, einmal, zweimal. Man muss das Boot übrigens nicht komplett aufpumpen. Ich dachte immer, man muss es komplett aufpumpen in einem Run. Aber man kann auch immer Stück für Stück machen. Aber ich versuch mal... Flackert nichts. Ich versuch mal alles auf einmal. Ich versuch alles auf einmal. Und dann gehen wir unter Deck durchs Treppenhaus und suchen die Chainspool. Die muss ja auch irgendwo liegen. Weil drüben war die ja nirgendwo. Obwohl, ich war nicht ganz unten beim U-Boot eben. In den hinteren Abteilen. Vielleicht gehe ich auch... Hey. Nee, ist nix, okay. Vielleicht gehe ich auch da nochmal hin, Freunde. Okay, so, das hätten wir auch. Dann schmeißen wir die Luftpumpe jetzt auch mal weg. Alles klar. So, wir halten jetzt mal den Feuerlöscher im Anschlag. Und ich gehe jetzt einfach mal unter Deck hier drüben. Und wir suchen einfach mal nach der Chainspool. Oder ich gucke nochmal kurz hier rein. Vielleicht ist er hier drin, ne? Nein. Okay. Okay. Muss ich hier noch eine Sicherung reinmachen? Nee, das Ding ist an. Gut. So. Dann sind wir mal ganz vorsichtig. So, ich sehe nichts flackern. Gehen wir mal ganz... Nein, nein, gehen wir mal ganz langsam. Schleichen wir mal ganz langsam, Freunde. So, kein Licht am Flackern, gar nichts. Keine Ahnung, wo der Typ ist. Juckt mich auch gerade wirklich gar nicht, wo der ist. Okay, wir stehen wieder auf. Und suchen jetzt nach der Chainspool, Freunde. Wenn wir die jetzt noch finden, dann nice. Dann nice. Wirklich nice. Okay, hier drüben... Warte mal, ist hier noch... Nee, okay, da ist keine Tür mehr. Dann gehen wir nach hier drüben. Kommt das Vieh? Keine Ahnung. Mir war so, als höre ich etwas. Aber es flackert kein Licht. Ist da hinten das Licht aus? Ist es da hinten aus oder ist das so dunkel? Keine Ahnung. Ich hoffe mal, es ist so dunkel. Oh, hier ist Treppenhaus. Er kommt. Er kommt von oben. Fuck, 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 fuck. Warte, ich gehe hier rüber.
Ganz nah. Ganz nah. Ganz nah. Er war ganz nah. Warte. Ich versteck mich, ich versteck mich. Der war viel zu nah. Was ist das hier? Oh, der Maschinenraum. Hier will ich nicht rein. Ich will nicht in den Maschinenraum. Hier ist nichts, was ich brauche. Kommt das Vieh? Keine Ahnung. Das Licht flackert da vorne nicht. Ich will wirklich nicht in den Maschinenraum, Freunde. Okay. Scheiße, scheiße. Kacke, kacke, kacke. Okay, mach hier mal auf. Chainspool vielleicht? Nein? Nein? Okay. Sonst irgendwas? Auch nicht. So, kein Licht am Flackern, oder? Nein. Sieht alles gut aus. Hier ist das Treppenhaus. Wow, Leute, ey. Oh Mann, da ist auch Maschinenraum. Aber in dem Maschinenraum halt wirklich. No. No. Da gehe ich nicht hin. Ich hasse den Maschinenraum. Und da ist auch nicht die Chainspool. Ich glaube, die kann da gar nicht spawnen. Okay, hier das Licht. Flackert nicht. Ich höre ihn nicht. Okay, ich gehe einfach mal nach oben, Freunde. So, wir sind jetzt hier an Bord. Warte mal. Ich werde jetzt rausgehen. So, genau, hier ist ein Ausgang. Raus. Raus. Wir gehen jetzt wieder in die hinteren Abteilungen und durchsuchen nochmal da den ganzen Schiffsrumpf bis runter zum U-Boot. Da sind auch noch viele von diesen Werkräumen. Vielleicht liegt da irgendwo die Chainspool. Ich werde mal gucken. Okay, wir sind jetzt hier unten beim U-Boot. Hier ist das gute Stück. Ich gucke jetzt mal hier. Weil, wie gesagt, hier hat man auch immer noch so kleine Werkräume. Halt so Arbeitszimmerchen. Ne? Guck mal, hier geht's schon in einen rein. Oh, scheiße, muss ich ihn öffnen? Was ist da drin? Oh, nur eine U-Boot-Batterie. Die brauche ich nicht. Die brauche ich nun wirklich nicht. Scheiße. Mit der kann ich halt gar nichts anfangen, ne? Oh je, Leute, was machen wir jetzt? Wo ist die Chainspool? Wo ist die Chainspool? Also, soviel ich weiß, kann man die Chainspool auch nicht hier in den Containern finden. Sonst würde ich da jetzt auch mal suchen. Aber die Chainspool ist, glaube ich, nur in so Werkräumen und halt irgendwo in den Kajüten eventuell. In den Kajüten müsste ich halt noch viel durchsuchen. Aber da will ich eigentlich nicht nochmal rein. Oh oh. Hört ihr das? Oh! Er ist ganz nah. Er ist ganz nah. Er ist ganz nah. Kommt er hier rein? Wo ist denn der? Kommt der? Nee, oder? Es flackert auf jeden Fall draußen, aber ich glaube, der ist ein Stockwerk über mir. Bin mir nicht sicher. Das flackert auf jeden Fall heftig. Der ist auf jeden Fall nah. Aber ich glaube, er ist ein Stockwerk über mir. Aber guck mal, das Flackern wird weniger, oder? Ja. Seht ihr? Wollt doch sagen. Ich lasse mich ja nicht verkackeiern. Wird's wieder mehr? Oder wo ist er jetzt? Ist er über mir? Ich glaube, er ist in den Containern. Oh! 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 Hau ab! Hau ab! Hau ab! Ich sprühe ihn an! Ich habe ihn angesprüht! Ich habe ihn angesprüht! What the fuck? Das hätte ihn doch eigentlich stunnen müssen! Warum nicht? Ach. Verdammt! Eigentlich kann man doch mit dem Feuerlöscher jeden Gegner stunnen. Ich dachte ja eine Zeit lang, man könnte den Geist nicht stunnen. Ich habe es dann ausprobiert, weil ihr mir gesagt habt, es geht doch. Und dann ging es auch. Gerade ging es nicht. Keine Ahnung warum, Freunde. Ich wollte ihn halt gerade quasi dann damit ansprühen und dann wegrennen. Ich dachte, er wäre ein Stockwerk über mir in den Containern. Und auf einmal ist er durch die Seitengasse gekommen. Das war schlechtes Timing, Freunde. Aber es war eigentlich eine ganz gute Runde. Wir hatten wirklich viele Gegenstände für viele Fluchtmöglichkeiten. Und wir hätten nur noch die Chainspool finden müssen. Aber das war jetzt gerade natürlich wirklich sehr, sehr doof. Weil, bad luck.
Bad luck. Aber ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge von Monstrum wieder oder in irgendeinem anderen Video auf meinem Kanal. Euer Joel verabschiedet sich. Macht's gut. Und bis dahin.